Boah, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich diese Kälte hasse. Buh. Wenn ihr neu auf dem Hoshi-Kanal seid, vergesst das kostenlose Abonnieren nicht. Und wenn ihr Althoshianer seid, schaut unbedingt nach, ob die Glocke aktiviert ist. Ihr könnt mich auch sehr, sehr, sehr gern mal auf Instagram oder TikTok besuchen. Ich würde mich freuen. Nachdem der ganze Schnee jetzt wieder weggetaut war oder fast weggetaut war, ist jetzt ja alles gefroren. Und das heißt, wir haben hier komplett im ganzen Bereich, im ganzen Ort und Umgebung Eis, also eine richtige dicke Eisschicht und drüber eine leichte Schneeschicht. Und das ist richtig gefährlich, habe ich heute festgestellt, weil mich hat es heute echt viermal gelegt, wie ich mit dem Toni Gassi war. Und nicht so ohne. Also ich habe keine Chance gehabt, mir jetzt einfach die Füße weggezogen. Ich habe da gelegen wie so ein Maikäfer. Das ist natürlich jetzt nicht so eine schöne Zeit. Hauptsächlich habe ich da immer Angst um die Pferde, dass es irgendwie ja, wenn sie sich vielleicht jagen, irgendwo rutschen. Ja, und machen kann man natürlich auch nicht viel. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr bei so einem Shitwetter macht. Gut, vielleicht habt ihr eine Halle oder irgendeine andere Möglichkeit. Das haben wir ja leider, leider nicht. Nicht nur, dass alles vereist ist, es ist auch noch richtig kalt. Und heute will ich euch mal meine Methoden zeigen, wie ich mich möglichst hier im Freien warm halte. Ich habe meinen Köfferchen schon gepackt und nehme alles mit. Und jetzt schauen wir erstmal hier nach dem Pferdchen. Really arm. Ihr könnt hier ganz schlecht laufen. Das sind halt hier so richtige, ja, so Eisbrocken. Geht aber noch, also ganz so glatt ist es Gott sei Dank nicht. Aber es ist halt beim Laufen in Barhuf schon ein bisschen blöd, das Ganze. Ja. Ja, da muss man schön langsam machen, wenn man das ist. Ja. Muss man schön langsam machen. Ich hoffe ja, dass das Ganze nicht so lang anhält. So, jetzt suche ich mir mal ein schönes Plätzchen. Vielleicht hier. Und dann habe ich hier in meinem Koffer alles drin, was mich normalerweise hier im Freien bei dieser Kälte warm hält. Was natürlich unerlässlich ist, ist Thermounterwäsche. Also bei solchem Wetter habe ich immer nur Thermounterwäsche an. Früher hätte ich mich davor gegraut. Ich weiß nicht, wie es euch vielleicht ging oder geht. Ich musste früher als Kind immer Strumpfhosen anziehen und die haben so eklig gezwickt und gemacht und waren richtig fürchterlich. Aber heutzutage gibt es ja Gott sei Dank richtig tolle Skiunterwäsche oder Thermounterwäsche. Und die habe ich also immer generell drunter und die hält auch richtig kuschelig und schön warm. Für mich das Allerschlimmste kalte Hände. Also für mich gibt es wirklich überhaupt nichts Schlimmeres. Was allerdings daran liegt, dass mir als Jugendlicher mal die Fingerkuppen eingefroren waren beim Skifahren. Und es hat so extrem höllisch wehgetan, wie die aufgetaut sind, dass mich das heute also immer noch wirklich ganz schlimm ist das für mich. Deswegen habe ich natürlich Handschuhe in alle Variationen. Hier Winterhandschuhe, spezielle Reithandschuhe für den Winter und so weiter. Aber es gibt natürlich noch viel schönere Dinge, technische Dinge hauptsächlich. Ich habe nämlich hier einmal elektrisch beheizte Handschuhe. Die finde ich irgendwie auch toll. Die haben hier oben ein Batteriefach. Ein Batteriefach. Und da ist ein Akku drin und dann schaltet man die hier ein. Kommen sie wieder ran und dann kann man die hier anziehen. Und man hat den ganzen Tag kuschelig warme Hände. Hält wirklich sehr lang. Also ich habe die schon bestimmt 2 oder 3 Tage komplett in Betrieb gehabt. Und so lange halten die. Ist natürlich klar, Handschuhe und hier oben dieser komische Kuppel, der dann hier ist, der stört ab und zu mal. Was super ist, man kann hier auch das Handy mit bedienen, also man muss es gar nicht mal ausziehen. Schon ein guter Start. Also ich finde die nicht schlecht. Wie gesagt, beim Arbeiten stören sie vielleicht ein bisschen. Zum Ausreiten hatte sie noch nicht an, weil das also hier ja irgendwie so ein Stoff ist, der also dann auch feucht werden könnte. Habe ich noch nie probiert, aber werde ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste schreiben. Aber wie gesagt, sonst finde ich die Dinger wirklich recht cool. Ist halt klar, Batterieverbrauch und so weiter, muss man da bedenken. Für die Hände habe ich dann auch noch andere Dinge. Hier auch noch so ein kleines elektrisches Gerät.
Das ist eigentlich eine Powerbank. Das heißt, damit kann man das Handy aufladen und gleichzeitig ein kleiner Handwärmer. Da wird nämlich dann hier diese Oberfläche wird warm. Allerdings nur so lauwarm. Und das reicht aber zumindest in der Tasche, um die Hände ein bisschen warm zu halten. Klar, Akku hält halt nicht so besonders lang, aber auch vom Prinzip her nicht schlecht. Dann habe ich hier noch so diesen Klassiker, hier in Form einer Wärmeflasche. Das ist ja so ein üblicher Handwärmer, den man hier klickt. Da ist so ein kleines Metall drin, dann knickt man den. So knickt man den. Jetzt wird das Ding komplett hart, richtig hart und heiß. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Also vom flüssigen Zustand hier in den komplett harten Zustand. Und das macht richtig schön warm. Also die Dinger, die habe ich eigentlich öfters dabei. Möglichst dann zwei für rechts und links. Allerdings halten sie nicht ganz so lang. Ich glaube so 2 Stunden, so maximal, 1,5 Stunden vielleicht, maximal halten die warm. Und dann müssen sie wieder ins kochende Wasser. Und dann sind sie quasi reaktiviert. Bisschen aufwendiger das Ganze, aber vom Prinzip her auch nicht schlecht. Hier habe ich jetzt noch ein Teil, das hatte ich also früher auch schon öfters mal in Gebrauch. Das ist ein richtig klassischer Handwärmer, der ist wirklich sehr klassisch, muss ich sagen, weil im Inneren verbirgt sich eine Kohle. Das heißt, es ist ein richtiger Kohlestab und der wird angezündet, wird dann hier reingelegt und geschlossen. Seht es hier, das ist hier gedämmt mit nicht brennbarer Mineralwolle und außenrum dann nochmal schön verziert mit so einem, ja, mit so einem Kunstsamt. Dann kommt das Ganze hier nochmal in das kleine Säckchen rein und dann hält das richtig lange warm. Also dieses Teil hält wirklich bestimmt 5-6 Stunden warm. Allerdings habt ihr halt eine glühende Kohle einstecken. Und mir ist das schon passiert. Ich habe nämlich vergessen, mal das Säckchen drum zu machen. Und dann hat sich das aus irgendeinem Grund leicht geöffnet. Und die Kohle ist mir in die Tasche gefallen. Und es hat richtig, ja, gestunken und fast auch gebrannt. Also schon sehr gefährlich. Aber von der Länge her, also wirklich das beste, ja, Gerät ist nicht mal das beste Gadget. Also haben wir die Hände jetzt auch schön warm und kuschelig gehalten. Körper ist jetzt auch mittlerweile warm. Mütze habe ich ja sowieso immer auf, die möglichst über die Ohren geht, weil kalte Ohren habe ich auch nicht gern. Hoffentlich wird es bald wieder Sommer. Jetzt haben wir natürlich noch die Füße, weil da gibt es dann auch einige Möglichkeiten, wie man sich dann warme Füße behalten kann. Ich glaube, die effektivste Möglichkeit für warme Füße ist einfach hier die Schuhe auf die Heizung zu stellen. Ich mache da immer Zeitungspapier drunter und stelle sie gerade oben drauf. Und sobald ich dann morgens die Schuhe anziehen muss, ist es auf jeden Fall schon mal richtig schön kuschelig warm. Hält natürlich nicht so besonders lange. Noch eine ganz tolle Möglichkeit sind hier diese Fußwärmer-Pads. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Gibt es auch für die Hände übrigens. Und die finde ich super, super effektiv. Das heißt, man holt die hier einfach raus. Da ist immer ein Pärchen drin. Und sobald man jetzt hier diese Klebefläche löst, sobald die jetzt hier gelöst wird, fangen die an warm zu werden. Und die klebt man jetzt einfach hier auf die Innenseite vom Schuh, möglichst so in der Mitte oder vielleicht ein bisschen weiter vorne, weil an den Zehen wird es ja meistens am kältesten, klebt sie hier rein und das auf beiden Seiten. Und ihr habt, ich weiß gar nicht, was sie versprechen, ich glaube 8 Stunden warme Füße. Und das funktioniert wirklich, also 8 Stunden bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall halten die richtig lange, lange warm und ja, sind sehr, sehr effektiv. Das Einzige ist natürlich wieder so ein bisschen, ja, das Müllproblem. Ich weiß nicht genau, was da drin ist. Aber sonst kann ich die wirklich super, super empfehlen. Und nun das letzte Gadget, was ich immer gern benutze, sind hier diese Akku-Wärmsohlen. Die hatte ich auch schon mal vorgestellt im separaten Video. Das heißt, die Sohlen sind hier mit dem Akku irgendwie verbunden und werden einfach in den Schuh, ja, ganz normal reingelegt.
Und ihr habt dann hier an der Seite, oder vielmehr, ich zeig's mal hier, da habt ihr hier diesen Akkupack. Und den müsst ihr halt irgendwie am Schuh befestigen. Also mich stört da dieser komische Halter, der stört mich eigentlich immer ein bisschen. Am besten hier vorne an die Sohle machen oder hier über die Schuhbänder so drüber machen. Und dann habt ihr wirklich extrem lange warme Füße. Weil so lange wie der Akku hält, gibt es hier auch zwei Stufen. Lauwarm und heiß. Und das funktioniert also echt absolut super. Wie gesagt, störend ist hier halt nur dieses Klimbims da außenrum. Aber da, wenn man da eine richtige Position findet, wo man es festmacht, ist das wirklich eine super, super Lösung. Also das sieht man eindeutig. Frieren muss nicht unbedingt sein. Was mich natürlich interessieren würde, was unternehmt ihr gegen das Frieren? Schreibt mir es mal gerne in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Sind auch nicht so besonders begeistert. Die verstehen, glaube ich, gar nicht so genau, was hier los ist. Was hier immer witzig ist, wenn hier Neuschnee liegt, da sieht man genau, wo wer läuft. Also hier sieht man wirklich überall die Entenspuren. Aber die halten sich jetzt zum größten Teil hinten auf. Hier unterm Dach, ja, ob es da jetzt wärmer ist oder schöner, keine Ahnung. Und dann laufen sie ab und zu mal ins Entenparadies und dann gleich aber wieder zurück. Und sie watscheln so richtig, also die heben die Beine so, wie wenn sie sagen wollten, boah, will ich nicht. Also total süß. Ja, wir hoffen, dass es bald besser wird. Ja, da hoffen wir. Wann wird es endlich Frühling? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr den Frühling auch lieber mögt oder den Sommer. Und hier muss man jetzt wirklich tierisch aufpassen, wo man überall hintritt. Weil manchmal ist auch eine Pfütze drunter, die man nicht erkennt. Oder eben so eine Eisschicht. Richtig gefährlich, muss ich sagen. Hier geht es allerdings noch. Also ich würde mal generell sagen, wo der Schnee noch liegt, ist es okay. Wo er angetaut ist, richtig gefährlich. Schreibt mir mal, jetzt wird man eingebaut, schreibt mir mal in die Kommentare, wie es bei euch ist und hauptsächlich, was ihr dagegen tut. Da hatten wir jetzt hier beim Abäppeln nicht das Problem, dass die Pferdeäppel nicht gescheit abgehen, obwohl die sind wahrscheinlich auch festgefroren, aber man muss sie erstmal finden. So ein kleines Osterspiel irgendwie. Hallo Bibi, gell, du machst es genau richtig, Bibi. Du machst es wirklich genau richtig, gell, du bist im Stall. Du bist im Stall, da kann nämlich nichts passieren. Hör mal, Süße, da kann nichts passieren im Stall. Ja, weil hier drin ist es wirklich kuschelig schön, so wie es gehört. Genau, genau. Stör mich bitte nicht, ja, Entschuldigung. Und da kann man es doch wirklich gut aushalten. Die anderen zwei sind hier oben nur am Fressen. Das heißt nur, ich meine, die wechseln sich ja wirklich hier komplett ab. Und da sehe ich auch schon, okay, das Heu wird auch wieder weniger, ja, es wird auch wieder weniger. Das ist jetzt auch schon Fressmaschinen seid ihr, ne? Das ist schon Fressmaschinen. Ja. Fressen können wir am besten. Da müssen wir dann mal schauen, dass wir dann mal in den Ballen reinfahren. Das wird aber erst morgen wahrscheinlich soweit sein. Und dann mal gucken, wie der Hoflader sich hier mit Eis und Schnee so schlägt. Ob ich da den Ballen gefahrenlos hier reinfahren kann. Ja? So, aber lasst es euch ruhig mal schmecken. Ja? Man braucht viel Energie für die Wärme. Ja? Für die Wärme. Jawohl. Oh, das war's schon wieder, mein kleines Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Ich muss jetzt nach unten gucken, dass ich nicht umfall. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert und vielleicht alle Leute, die heute vielleicht auch schon mal umgeflogen sind, dazu einladet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.